Darf ich mich vorstellen? Schmunzelte Turpio mit gesalbter Stimme. Mein Name ist Lucius Ambivius Turpio. Terentius bekam große Augen und begann zu lachen. Ihr wollt mich wohl auf den Arm nehmen. Krates und Turpio lachten mit ihm, konnten ihn aber schließlich von der Authentizität ihrer Begegnung überzeugen. Um Terentius aus seiner jugendlichen Beschämung zu retten, erzählte ihnen Krates von seiner ersten Begegnung mit König Eumenes, mit dem er damals ebenso munter drauf losgeschwatzt hatte, ohne zu wissen, mit wem er eigentlich sprach. Das Essen wurde serviert und sie begannen eine angeregte Diskussion über das römische Theater und seine zunehmende Vorliebe für derbe und im Vergleich zu den Zeiten Menanders und Plautus doch eher niveaulose Possenstücke. Schließlich erhob sich Turpio, der allmählich nach Hause wollte. Vielen Dank für den schönen Abend, Krates. Und du, mein junger Freund, meldest dich, sobald du mit deinem Stück fertig bist, ja? Das werde ich machen, erwiderte Terentius, der freudig aufgestanden war, um Turpio die Hand zu drücken. Krates zahlte die Rechnung und machte sich mit Terentius auf den Rückweg zum Vicus Maximus. Mann, Krates, lachte Terentius, wie soll ich dir nur danken? Indem du dein Stück fertig schreibst und mich zur Premiere einlädst. Außerdem hätte ich von deiner Komödie gerne eine Abschrift für unsere Bibliothek in Pergamon. Ist das dein Ernst? Fragte Terentius mit bebender Stimme. Aber natürlich. Terentius nahm Krates überraschend in die Arme und drückte ihn fest an sich. Sie winkten sich noch einmal und gingen ihrer Wege. Der eine in die stinkenden Hinterhöfe am Vicus Maximus, der andere zu den luxuriösen Villen des Belabrums. Der Saal war mit großem Aufwand geschmückt. An den Wänden hingen Girlanden und zwischen den Stühlen befanden sich in regelmäßigen Abständen kleine Tischchen, auf denen Schalen mit Leckereien und verschiedene Getränke zur Auswahl bereitstanden. Im Kamin des hinteren Raumabschlusses prasselte ein warmendes Feuer und die zahlreichen Öllampen warfen den Saal in ein gemütliches Licht. Marcus Fabricius hatte sich alle Mühe gegeben, Krates Vortrag zu einem gesellschaftlichen Ereignis werden zu lassen, und so eilten seine Hausdiener zu den eintreffenden Gästen, um ihnen die Mäntel und Decken abzunehmen und sie zu ihren Plätzen zu führen. Krates saß derweil in einem Nebenraum und konsultierte noch einmal seine Vortragsnotizen. »Können wir anfangen?« fragte ihn Polybios aufmunternd. »Ich denke schon.« »Na dann«, rief Polybios augenzwinkernd, Hals- und Beinbruch. »Oh nein«, lachte Krates, »nicht noch einmal.« Als es im Vortragssaal allmählich still wurde und er nur noch die nervöse Stimme des Senators Fabricius hörte, faltete er seine Papyri zusammen und steckte sie in die Tasche seines Mantels. Er hörte Fabricius Ankündigung und atmete einmal tief durch, öffnete beherzt die Tür und schritt mit einem freundlichen Lächeln in den Saal. Doch so sehr sich Krates auch bemühte, es wollte ihm einfach nicht gelingen, sein Publikum von der Kunst der Sprache zu begeistern. Mehr als 20 Gäste hatten den Saal während seines Vortrags verlassen, und so zollten ihm am Ende von den anfänglich 42 erschienenen Zuhörern gerade noch 15 ihren Beifall. Da die Stimmung für die im Anschluss geplante Diskussion nicht aufkommen wollte, brachen sie die Veranstaltung frühzeitig ab. Krates nahm seinen Mantel und begleitete Scipio, Polybius und Cornelius zurück ins Velabrum. Der Vortrag hatte ihm weitere 200 Denare für seine Reisekasse gebracht, und das war immerhin etwas. Im Velabrum angekommen, ging Krates gleich in sein Zimmer und warf sich deprimiert aufs Bett. Der Abend war erniedrigend gewesen, und er ärgerte sich über seine Naivität, die ihn ernsthaft hatte glauben lassen, den Römern mit seinem Vortrag einen Gefallen zu erweisen. Am nächsten Morgen setzte er sich in die Bibliothek und studierte gerade ein Drama des Ennius, als sich Cornelius zu ihm gesellte. »Wie hat dir dein gestriger Vortrag eigentlich gefallen?« Krates warf ihm einen düsteren Blick zu. »Der Abend war eine einzige Niederlage. Ich bin nur froh, dass ihr mich dafür bezahlt habt, so waren meine Bemühungen wenigstens nicht gänzlich umsonst.« »Ich kann deine Enttäuschung verstehen, Krates, aber danach habe ich nicht gefragt. Und für die Qualität deines Publikums bist du auch kaum verantwortlich. Ich wollte vielmehr wissen, ob du mit dem Inhalt deines Vortrags einverstanden warst. War er so gut, dass du ihn beim nächsten Mal genauso halten würdest, oder warst du mit dir selbst unzufrieden?« Krates schüttelte langsam den Kopf. »Es wird kein nächstes Mal geben. Aber, um dir wenigstens auf deine Frage zu antworten, kann ich dir sagen, dass der Vortrag an und für sich gut war und ich ihn auch unter anderen Vorzeichen nicht anders gehalten hätte.« Cornelius schenkte ihm ein verschmitztes Lächeln. »Schön, dass du das genauso siehst, denn auch wir sind der Meinung, dass deine Rede wirklich hervorragend war. Zumindest so gut, dass wir sie wiederholen sollten.« Krates lachte bitter. »Vergiss es. Das mache ich nicht noch einmal.«
Jetzt hören wir mal gut zu, Kratis. Du hast für den Abend 200 Denare bekommen. Dafür müssen andere Leute in Rom ein ganzes Jahr arbeiten. Aber du solltest es vielleicht auch einmal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Einen Vortrag, wie du ihn gestern Abend bei Fabricius gehalten hast, hat es in Rom noch nie gegeben. Wie willst du denn da auf Anhieb die richtigen Zuhörer finden? Wenn es nach mir ginge, würde ich den ganzen Senat zu einer Teilnahme verpflichten, aber meine Meinung spielt hier leider keine Rolle. Also mussten wir uns selbst nach möglichen Interessenten umsehen. Und immerhin lagen wir mit einem Drittel der geladenen Gäste richtig. Das finde ich gar nicht so schlecht, zumal mich heute Morgen schon die ersten Kommentare erreichten, wie gut ihnen deine Ausführungen gefallen haben. Und sie waren sogar so angetan, dass sie mich fragen ließen, wann du deinen nächsten Vortrag hältst. Krates warf ihm einen skeptischen Blick zu. Wirklich, Krates, deine Auftritte sind wichtig. Der Vortrag, den du bei Crassus gehalten hast, dürfte dir gezeigt haben, wie begeisterungsfähig wir Römer sein können. Doch um die Verantwortung zu erfassen, die uns bei der Erforschung unserer Welt obliegt, bedarf es eines intellektuellen Kulturverständnisses, das wir Römer in der Form einfach noch nicht haben. Deine Vorträge sind da ein Vorstoß in die richtige Richtung und vielleicht der erste Schritt auf unserem langen Weg in eine eigene Geisteskultur. Und was ist mit Ennius, wandte Krates ein? Oder mit Plautus und eurem jungen Freund Terentius? Sind sie und ihre Dramen denn nicht die Zeichen einer intakten Kultur? Cornelius schloss die Augen und lachte leise. Dramen, sagt er nur verächtlich. Ich denke, das einzige Drama, das unsere Kultur je zustande gebracht hat, ist die Unfähigkeit, ihre intellektuellen Vorbilder als solche zu erkennen und von ihnen zu lernen. Plautus und Ennius waren auf einem guten Weg, aber die meisten römischen Theaterstücke, die heute noch aufgeführt werden, sind derbes Zeug, dessen Intellekt vielleicht im Wortwitz und der komplizierten Handlung liegt, aber nicht in der Aussage ihres Gesamtwerks. Und was ihre Sprache betrifft, Cornelius schnaubt und macht eine abfällige Geste, so ist selbst das Marktgeschrei der Fischhändler auf dem Forum Boarium noch anspruchsvoller. Wie vernichtend, schmunzelte Krates. Ja, das ist es wohl, aber warum soll man nicht auch einmal sagen, wie es ist? Wir Römer sind schnell dabei, wenn es darum geht, andere Völker als unterentwickelt oder gar barbarisch einzustufen. Dabei haben wir zurzeit nichts, auf das ein auch nur halbwegs intellektueller Mensch stolz sein könnte. Ich würde es zum Beispiel begrüßen, wenn meine Landsleute mehr lesen und durch die Lektüre der griechischen Autoren endlich einmal lernen würden, über ihren eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Aber dazu bedarf es eines gewissen Grundinteresses und das müssen wir erst einmal wecken. Ich selbst werde diesen Idealzustand meiner Träume wohl nicht mehr miterleben. Aber für meinen Adoptivsohn Scipio wünsche ich mir nichts sehnlicher als ein Rom, das seine eigenen Dichter hat, die des Dichtens mächtig sind und unsere Stadt in unserer eigenen Sprache besingen. Cornelius hatte sich in Fahrt geredet und Krates erkannte, wie wichtig ihm dieses Thema war. Ich bitte dich also, Krates, und wenn du es nur um meinetwillen tust, setze deine Vortragsreihe fort und lass dich nicht von den Idioten abschrecken, die immer noch meinen, die Welt mit Gewalt erobern zu können, statt durch kluge Argumente. Na schön, lenkte Krates schließlich ein, wenn es dir Freude macht, dann wollen wir es so halten.